Mein Name ist Susanne Buse. In meinem Vortrag geht es um Cochrane Reviews zu Fragen der Behandlung von Endometriose. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Gesundheitswissenschaften der Universität Hamburg und im Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg habe ich industrieunabhängig geforscht. Ich habe keine finanziellen Interessenkonflikte. Der Inhalt meines Vortrags ist Ergebnis des Bemühens um größtmögliche Objektivität und Unabhängigkeit. Um Entscheidungen über die Behandlung von Endometriose zu treffen, werden entsprechende Informationen benötigt. Eine wichtige Quelle für gesichertes Wissen zu medizinischen Fragestellungen ist Cochrane, benannt nach dem britischen Arzt und Forscher Archie Cochrane. Er hatte darauf aufmerksam gemacht, dass relevantes Wissen aus der Forschung, also Ergebnisse zu einer medizinischen Frage aus einzelnen Studien, nicht systematisch gesammelt, kritisch überprüft und zusammengefasst werden, wodurch dieses Wissen dann auch nicht in den Praxisalltag gelangt. 1993 wurde die Cochrane Collaboration gegründet, um diesen Anspruch zu erfüllen. Dafür wird eine besondere Methode genutzt, die Meta-Analyse. Mit ihr werden Ergebnisse verschiedener Studien zu einer Fragestellung statistisch zu einem Effektschätzer zusammengefasst. Das Logo der Cochrane Collaboration zeigt so eine Meta-Analyse in grafischer Form. Die beiden Halbkreise stehen für die Cs in Cochrane Collaboration. Und in der Mitte sieht man die Ergebnisse einer der ersten systematischen Zusammenfassungen. Dabei ging es um die Wirksamkeit der vorgeburtlichen Gabe von Kortikosteroiden zur Verringerung der Sterblichkeit von Frühgeborenen. Bei Frühgeborenen kommt es häufig zu Atembeschwerden, da ihre Lungen oft noch nicht vollständig ausgereift sind. Man vermutete, dass die Überlebenschancen von Frühgeborenen erhöht werden können, wenn der Mutter kurz vor der Geburt ein Kortikosteroid verabreicht wird, was die Lungenreifung ihres Kindes fördern kann. 1989 wurden einzelne Studien zu dem Thema analysiert, hier als waagerechte Linien dargestellt. Die senkrechte Linie zeigt den Null-Effekt. Zu erkennen ist, dass die einzelnen Studien unterschiedliche Ergebnisse zeigen. Einige Linien kreuzen die Null-Linie. Das bedeutet, dass keine Wirkung nachgewiesen ist. Andere liegen auf der linken Seite. Sie zeigen eine schützende Wirkung der Cortisongabe. Die Raute unten zeigt die Zusammenfassung der Studien. Diese liegt eindeutig links der Nulllinie. Die Studien wurden bereits in den 70er Jahren bis Anfang der 80er durchgeführt, aber eben erst 1989 zusammengefasst. Und auch erst Jahre später wurden die Erkenntnisse in der Praxis verbreitet umgesetzt. Mittlerweile gibt es über 8000 Cochrane Reviews zu verschiedenen Fragen. Diese werden in der Cochrane Library gesammelt und zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse werden zudem in laienverständlicher Sprache zusammengefasst. Und für einige Reviews gibt es auch deutsche Zusammenfassungen. Bei der Suche nach Cochrane Reviews zur Therapie von Endometriose ergeben sich 33 Treffer, also 33 Cochrane Reviews. Diese fokussieren unterschiedliche Therapien. Einige sind in Deutschland für die Endometriosebehandlung zugelassen, andere nicht. Medikamentöse Therapien sind zum Beispiel Schmerzmittel, also Analgetika, hormonelle Therapien wie Progesteronrezeptormodulatoren oder orale Kontrazeptiva. Auch chirurgische Therapien wurden untersucht. Hier wurden operative Verfahren miteinander verglichen. Zusätzlich gibt es Arbeiten zu alternativen Verfahren, zum Beispiel Akupunktur, Verhaltenstherapie und chinesische Kräutertherapien. Das sind insgesamt sehr viele Übersichtsarbeiten zu einer Erkrankung. Das alles zu lesen und zu verstehen kostet viel Zeit. Und so wurde 2014 sogar eine Übersichtsarbeit über die Übersichtsarbeiten erstellt, also ein sogenanntes Overview über die Cochrane Reviews. Dieses umfasste 17 Cochrane Reviews zu Fragestellungen der Behandlung von Endometriose. Diese Reviews haben Originalstudien zwischen 1997 und 2012 eingeschlossen. Primäre Endpunkte, also die wichtigsten Parameter, an denen der Erfolg der Behandlung gemessen wurde, waren Schmerzen, die von Frauen berichtet wurden, und die Fertilität,
gemessen an der Zahl der Lebendgeburten. All diese Therapien wurden in dem Overview zusammengefasst. Problem war nur, dass meistens keine gesicherten Schlussfolgerungen gezogen werden konnten. Die Gründe dafür lagen in der methodischen Qualität der Studien, die in den einzelnen Reviews eingeschlossen wurden. Hervorzuheben und wichtiges Qualitätskriterium war, dass in allen Cochrane Reviews randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen wurden. Die randomisiert kontrollierte Studie ist das zuverlässigste Studiendesign, um die Wirksamkeit von Interventionen zu beurteilen, also auch um eine kausale Aussage treffen zu können. Randomisiert bedeutet zufällig. Bei einer randomisiert kontrollierten Studie werden Studienteilnehmer zufällig auf zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe erhält die Intervention, die untersucht werden soll, und die andere Gruppe ist die Kontrollgruppe, daher randomisiert kontrolliert. Die Kontrollgruppe kann eine Gruppe sein, die ein Placebo bekommt, also ein Scheinmedikament. Oder aber auch eine andere Intervention, zum Beispiel die Intervention, die momentan der Standard der Behandlung der Erkrankung ist. Forscher möchten dann untersuchen, ob die neue Intervention besser ist als die bisherige Behandlung. Der Vorteil liegt in der zufälligen Verteilung der Studienteilnehmer auf die Gruppen. Damit wird dafür gesorgt, dass Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften in beiden Gruppen gleich verteilt sind. Also in beiden Gruppen sind beispielsweise junge und ältere Frauen. In beiden Gruppen sind Teilnehmerinnen, die noch zusätzliche Erkrankungen haben. Denn all diese Eigenschaften können Störgrößen sein. Sie können möglicherweise das Ergebnis beeinflussen. Und das gilt es zu verhindern. Die Forscher möchten herausfinden, ob die Interventionen, zum Beispiel orale Kontrazeptiva zur Vermeidung von Dysmenorrhoe, das wirklich können. Das schafft dieses Studiendesign, denn alle möglichen Störgrößen, auch die, an die man vielleicht gar nicht denkt, sind gleich verteilt in beiden Gruppen. Sie beeinflussen das Ergebnis daher nicht, beziehungsweise sie beeinflussen es gleichermaßen. Der einzige Unterschied zwischen den Gruppen ist die Intervention. Die einen bekommen sie, die anderen nicht. In den Cochrane Reviews sind nur randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen. Das ist ein Vorteil. Nur gibt es hier auch methodische Probleme. Nehmen wir die Randomisierung, die zufällige Verteilung. Ziel ist eine Gleichverteilung der Eigenschaften der Teilnehmerinnen. Das ist nicht immer gelungen oder es wurde nicht entsprechend berichtet. Es war oft auch nicht klar, ob die Zuteilung verdeckt erfolgte. Also ob die Durchführenden der Studie auch wirklich nicht wussten, wer in welche Gruppe eingeteilt wird. Ein weiterer Punkt war die Wahl der Kontrollgruppe. Die Autoren der Übersichtsarbeit kritisieren, dass zum Beispiel Vergleiche zwischen medikamentösen Therapien und chirurgischen Therapien fehlen. Diese wären aber relevant für die Betroffenen. Und dann ist da noch das Problem mit den Endpunkten. Woran wird gemessen, ob die Intervention wirkt oder nicht? Fertilität ist ein relevanter Endpunkt. Aber woran wird er gemessen? Für die Betroffenen ist die Geburt eines lebenden Kindes das relevante Ergebnis. Nur wurden in fast allen Studien keine Lebendgeburten erhoben. Als Surrogat, also Ersatzparameter, wurde die Anzahl der entnommenen reifen Eizellen untersucht. Dies kann ein Indiz sein, ist aber kein klinisch harter Endpunkt. Für Langzeiteffekte wie die Rezidivrate oder Nebenwirkungen können im Grunde keine Aussagen getroffen werden, weil die meisten Studien dafür einen zu kurzen Beobachtungszeitraum hatten. Ein weiterer methodischer Kritikpunkt war die fehlende Verblindung, also das Wissen der Teilnehmenden und Studiendurchführenden darüber, wer das Placebo oder das neue Medikament erhält. Dies kann das Verhalten beeinflussen oder auch die Einschätzung des Behandlungserfolgs. Es kann auch Auswirkungen darauf haben, ob jemand die Studie vorzeitig abbricht. Es ist ein Problem, welches die Aussagekraft der Ergebnisse der Studie einschränken. Viele Studien hatten auch nur eine geringe Zahl an Probandinnen, wodurch die Aussagekraft ebenfalls eingeschränkt ist. Die Schlussfolgerung lautet: Further trials are required.
Weitere Studien werden benötigt. Weitere Forschung ist notwendig. All diese Probleme wurden bereits 2014 aufgezeigt. Seitdem sind einige Jahre vergangen und es wurden Updates von einigen Reviews gemacht und auch neue wurden veröffentlicht. Insgesamt 11 Reviews werden seitdem auf der Seite der Cochrane Library angezeigt. Nicht alle fokussieren nur auf Frauen mit Endometriose. 5 von den 11 passen aber zum Thema. Ich betrachte das Aktuellste etwas näher. Orale Kontrazeptiva bei mit Schmerzen verbundener Endometriose. Es handelt sich um eine Aktualisierung des Reviews aus dem Jahr 2007. Die Suche nach neuen Studien erfolgte bis Oktober 2017. Es wurden 5 randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen, in denen insgesamt 612 Frauen untersucht wurden. In dieses Review sollten Studien eingeschlossen werden, welche die Gabe von kombinierten oralen Kontrazeptiva mit einem Placebo oder einer anderen medikamentösen Therapie verglichen. Es wurde auch nach Studien gesucht, die orale Kontrazeptiva gegen chirurgische Intervention untersuchen. Solche Studien wurden jedoch nicht gefunden. Als Endpunkte wurden unter anderem Dysmenorrhö, Dyspareunie, also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, und zyklusbedingte Schmerzen definiert. Zusätzliche Endpunkte waren Patientenzufriedenheit und Nebenwirkungen. Eine Darstellung, wie Sie sie hier sehen, findet man in der Regel in den Cochrane Reviews. Hier wird für die einzelnen eingeschlossenen Studien dargestellt, wie hoch das Risiko für Verzerrungen ist, also inwiefern die Studien methodisch so durchgeführt wurden, dass nicht die Methode selbst Einfluss auf das Ergebnis nimmt. Links sehen Sie die Studien und oben die einzelnen methodischen Aspekte. Die roten Kreise zeigen ein hohes Verzerrungspotenzial und die gelben ein unklares. Oft, weil die Methode nicht gut genug berichtet wurde und daher keine Einschätzung getroffen werden konnte. Insgesamt haben alle Studien ein hohes Verzerrungspotenzial. In 2 Studien, in denen orale Kontrazeptiva mit Placebo verglichen wurden, war zusätzlich der Einfluss des Sponsors ein Problem. Medikamentenstudien werden häufig von Pharmaunternehmen finanziert. Dafür gibt es auch strenge Kontrollen. Eine bedeutende Frage ist jedoch, wie groß der Einfluss des Sponsors ist. Und hier hatte der Sponsor, über welche die Studien finanziert wurden, Einfluss bei der methodischen Planung der Studie, der Datenerhebung und Datenanalyse. Damit sind die Ergebnisse nicht belastbar. Und auch hier findet man im Fazit des Reviews: Further research is needed. Weitere Forschung ist notwendig. Was natürlich für die Betroffenen frustrierend ist. Ziel dieses Symposiums ist die Erstellung eines Positionspapiers. Daher würde ich gern einige Aspekte dafür anführen. Ein wichtiger Punkt ist, dass sich Forschung an den Bedürfnissen der Betroffenen orientieren muss. Hierzu braucht es eine systematische Bedarfsanalyse unter Einbeziehung der Betroffenen. Studien müssen relevante Endpunkte untersuchen, keine Surrogate. Um bestimmte Endpunkte zu erheben, wie Lebendgeburten und Rezidivraten, muss die Studiendauer auch entsprechend lang sein. Wichtig ist auch die Berücksichtigung bereits bestehender Untersuchungen. Noch eine methodisch schlecht durchgeführte Studie zu Kontrazeptiva ist nicht hilfreich. Und auch alternative Therapien müssen nach evidenzbasierten Kriterien untersucht werden. Ergebnisse aus qualitativ hochwertigen Studien sind wichtig für die Beratung und für die Entscheidungsfindung. Und auch wichtig für Ersteller von Gesundheitsinformationen, damit am Ende informierte Entscheidungen getroffen werden können. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.